Kann ich mit dem hier irgendwie hochkommen? Ma? Komm noch mal. Funktioniert irgendwie nicht so, wie ich dachte. Komm mal ran jetzt hier. Los jetzt. Okay, aber ich weiß nicht, ob die jetzt da runterkommen oder ob ich da irgendwie hochkomme mit dem. Du sollst doch nicht jede einzelne Blume jetzt hier abfackeln, die Bäume hier. Das kannst du machen. Hier ist einer. Schwupps. Wie komme ich jetzt mit ihm da hoch? Ich weiß es nicht. Ich kann ja, wie gesagt, nicht mit ihm springen. Ich kann die höchstens mit B vielleicht ziehen. Das kann ich probieren. Nein, 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 nein. Bleib da oben. Wie auch immer du heißt, kühner Held. Ah, okay. Komm mal mit. Anscheinend können wir den noch nicht verlieren. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Hier, habt ihr Essen mitgebracht? Ess ihn. Und anscheinend frisst er auch nur, wenn wir ihn alleine haben. Aber... So, das Spiel an sich mit den Lenkungen hier klappt sehr, sehr gut. Kann man nichts sagen. So, den auch sofort an. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir selber durch das Wasser kommen oder eben nicht. Da hatten sie noch Bäume. Ich weiß nämlich nicht, ob der auch dann erlischt. Aber wir probieren es einfach mal. Komm mal durch. Es scheint zu funktionieren. Nom, 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 nom. Da sind noch mehr. Können auch nicht alle gewesen sein. Wir sind ja noch im ersten Level immer noch. Und dafür, dass es das erste Level ist, ist es schon eine schöne Spielzeit, muss man sagen. So, was ist das hier? Sieht auch aus wie so ein Baum. Ich versuche mal, ob er den auch ankokelt. Jawohl. Aber anscheinend ohne Erfolg. So, ist hier noch... Ah, da sind noch welche von diesen Dingern. Vielleicht kriegen wir doch unsere 45 zusammen. Ich weiß nicht. Mehr als alles mitnehmen können wir ja nicht. So, bevor ich den vergesse, gehe ich da auch nochmal hin. Oh, hopp. Nicht die da. Komm hier, den. Ich hoffe doch nicht, dass aus diesen kleinen Gräsern auch so eine... was auch immer Dinger rauskommen können. Das wäre schon ziemlich, ziemlich mies. Aber ich denke mal, hier diese Fragezeichen sind schon wegweisend. So, komm mit. Und dann hast du dir das natürlich wieder verdient. 4 Stück. Hopp. Und den hier. Hol ihn dir. Und zwar 6 fehlen uns noch. Ich denke mal, die 3 dicken Pflanzen werden da auch bestimmt mitgescored. Es sei denn, wir fressen die nicht auf 5. Habe ich noch irgendwas übersehen? Komm auf den Berg hier hoch. Ich check das jetzt einmal nochmal. Ich glaube nicht. Ich habe es jetzt nicht wahrgenommen. Doch, da kommen wir auch mal drauf. Vielleicht sind da doch noch welche unter den Gräsern versteckt. Mal gucken. Und 1, 2, 3, 4. Ich würde mal sagen, das reicht noch nicht. Da fehlt doch noch einer. Irgendwie kann ich die auch schmeißen, stand da in der Beschreibung. Ich probiere das gleich mal aus. Muss ich da ja nicht mehr hoch und runter hampeln. So. Wie kann ich die denn jetzt da runterschmeißen? Oh, wow, 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 wow. Was? Mit Y kann ich sie auf jeden Fall wirbeln und schmeißen. Ah gut, der schmeißt sie nicht so weit. Ist okay. So, dann nehmen wir uns immer und dann hoffe ich wirklich, dass denn... die Blumen wenigstens gescored werden oder ich den letzten erfinde. Oh nein, ist er da echt hoch? Die sind betäubt hier oder schlafen oder irgendwas? Nee, 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 nee. Ach, gibt's doch gar nicht. Ist er da? Junge, komm runter da. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich sag's ja, ich krieg dich. So, 43. Der letzte ist natürlich, also der vorletzte ist noch da oben. Und dann weiß ich, wie gesagt, wirklich nicht, wo ich hier einen verpasst hätte. Die Musik ist auch sehr, sehr, sehr idyllisch. Gefällt mir gut. Komm mal nicht meckern. So, ess den hier. Ess ihn. Und ich weiß nicht, ich sehe jetzt auch keinen mehr.
versuche mal den Baum nochmal abzulunden. Und die Pflanze. Und wenn denn keiner da ist, dann gehe ich einfach weiter. So. Und anscheinend nichts. 44 von 45 sieht natürlich ein bisschen doof aus. Aber was soll's, wir wollen jetzt hier nicht wegen einem Einzelnen aufhalten. Glückwunsch, für den Abschluss dieses Bereichs haben Sie ein Spielerbild erhalten. Oh, da ist er noch klein drauf. Achso, was habe ich denn jetzt? Ich habe Installation gemacht. Na gut. Und wir haben ihn tatsächlich nicht gefunden. Gegessene Kilogramm pro Minute. 143 Kilo pro Minute. Wer ist denn so viel? Wir haben durch die paar kleinen Dinger tatsächlich 2 Tonnen Gewicht zugenommen. Ehrlich? Ich glaube nicht. Und weiter geht's. Mal gucken, wo wir jetzt denn sind. Tal der Energiebirnen. So, wir haben jetzt auch kein Feuermoor mehr. So, erstmal das Ding hier wegräumen. Was haben wir hier als Sammelobjekte? 38 normale und ein so ein besonderer wieder. Da ist er auch schon. Wie komme ich denn da an dem ran? Mit B kann ich dem nicht ziehen. Das ist ja noch merkwürdig. Ich komme hier auch nicht an dem vorbei. Gucken wir es mal weiter. Vielleicht kriegen wir da irgendeine Lösung, um dieses Glas zu öffnen. Stimmt, wir können ja keine Bäume mehr abblunden. Alarm! Was? Mach keinen Scheiß. Okay. Was geht hier vor sich? Ausweichen, A zum Ausweichen, ja, okay. Boah, mit Slow Motion hier, aber ich will das Mon auch irgendwie mitnehmen, oder? Aua! Ob wir hier sterben können, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ausweichen aus nächster Nähe ist auch richtig gut. Und irgendwie muss ich den mit B. Es passiert nichts, wenn ich B drücke. Oder muss ich die Kugel mit B? Ah, zieh raus! Ja, ja. Okay, und hier sind auch so eine komischen Wände vor. An dem wir noch nicht durchkommen. Vielleicht können wir die Maschine vielleicht kaputt machen. Nee, können wir nicht anvisieren. Na dann mal weiter. Mor wird uns hinterherlaufen. Was ist das? Stampfen. Ah, zum Stampfen. Okay. Ich habe das jetzt mit B gegriffen und habe das mit A auf den Boden genommen. Aber ich soll, glaube ich, da drauf stampfen. Auch nicht. Nicht so richtig, nee. Oder kann ich mit den Dingern das kaputt machen? Ah, siehst du mal. Dann wollen wir mal zurück zum Start gucken. Vielleicht ist da jetzt auch das Gefängnis auf. Ich glaube, das sehe ich ja von Weitem. Es sieht so aus. Oder auch nicht. Ist schwer zu erkennen. Ne, es sieht nur so aus. Es ist tatsächlich noch zu. Vielleicht nehme ich mir dann so eine Kugel da mal mit. Und versucht das mal irgendwie aufzubrechen. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen Mor erstmal hier essen. Der hat Hunger. So, komm mal mit. Ein paar kleine Bösewichte essen. Vielleicht sind wir auch der Bösewicht. Das ist, ich meine, so ganz nett ist es ja nicht von uns hier, andere Spezien aufzuessen. Aber was nicht hilft, ne? Zap. Was kann er jetzt, wenn er ja noch größer ist? Ich frage mich auch, wie groß der werden kann. Nee, so eine Kugel haben wir nicht mehr, leider. Was können wir denn da machen an dem Anfang-Dingens? Ich glaube, nur weil er jetzt ein bisschen größer ist, werden wir da nicht rankommen. Ich schau mal weiter. Achso, oh. Ausweichen, Slow Motion, B drücken und A hämmern. Genau. So, was haben wir jetzt hier? Wieder so ein paar Felder. Ich laufe einfach jetzt mal überall rüber. Vielleicht habe ich vorhin auch irgendwo eine Stelle vergessen, über ein Gras zu laufen, wo dann einer gespawnt wäre. Aua. Hey. Gibt's da gar nicht. Warum schießt denn der so doll auf mich? Habe ich irgendwas Böses getan?
Da futtern wir uns ja erstmal wieder durch. Und dann haben wir ja dann noch einen anderen Weg. Keine Ahnung. Wieder so ein Geschützturm. Naja. Ich glaube nicht, dass die paar kleinen Plüschtiere uns hier helfen werden. Von den 38 sind wir auch noch fern. Und dann halt dieser Collectible am Anfang. Der macht mir noch so ein bisschen Sorgen, wie wir da rankommen sollen an den. Man erfährt ja hier wirklich gar nichts. Man muss einfach probieren. So, genau. Du bleibst da kurz alleine. Wir müssen hier nämlich ausweichen. Ja. Komm raus. Gib auf. So. Mor wird uns schon folgen. Und da sind noch mehr von diesen kleinen Plüschdingern. Ich nenne sie jetzt einfach mal Plüschis. Schlicht und einfach. Ich kann die doch jetzt nicht alle darunter schmeißen. Was ist das denn für ein Aufwand? Zum Moor werfen mit X. Ah, okay. Ah, das ist gut. Ich denke mal, diese kleinen Tricks, die erlernt er vielleicht auch mit dem halt mit dem Wachsen. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn ich die jetzt jeden einzelnen runter katapultieren müsste. Alle hopp. Und dass es uns als Vorlage gleich anbietet, da X drücken, ist natürlich perfekt. So, ist denn noch einer? Spawnt hier noch einer? Sieht nicht so aus, nee. Na dann mal weiter gucken. Komm mit. Ja, die Rutschphysik. Beste. Nein. Noch mehr Geschütztürme. Aber nur einer. Piep. Na gut, dann bleib mal hier. Und ich regel das schon. Ja. So. Weiter geht's. Jetzt müssen wir wieder irgendwie so ein Explosionsding finden. Hier auf jeden Fall noch nicht. Wow. Irgendwie muss der Generator ja da wieder aufgeben. Der Morg kann den irgendwie schon kaputt machen. Ich glaube nicht. Sonst hätten wir ja dann Lösungsweg vorgeschrieben bekommen.